Herzlich willkommen noch einmal hier im VIP-Club anlässlich des heutigen Meisterschaftsspiels gegen HTSV Wolfsberg. Bei dieser Gelegenheit darf ich begrüßen Mario Romatsch, den Trainer von HTSV Wolfsberg, und unseren Gerald Scheib-Lehner. Der Gast, bitte zu mir. Gerald, herzlich willkommen. Danke. Okay. Dazu gleich die erste Frage an den Gegner. Zufrieden mit diesem einen Punkt? Ja, muss ich sagen, dass wir haben schon uns ein bisschen vorgenommen, dass endlich auswärts, da machen wir einen Punkt, das ist der erste Punkt in Saison 2016-17. Wir haben gewusst, das spielen wir gegen eine sehr gute Mannschaft. Mannschaft, was hat letzte Spiel souverän 3-0 gewonnen. Und ja, aufgrund der ersten Halbzeit unser sehr gutes Spiel und zweite Halbzeit von Gastgeber, ich glaube, das X geht in Ordnung und wir sind zufrieden. Gerald, wahrscheinlich du bist mit dem Punkt nicht unbedingt zufrieden, du hättest da zumindest mehr erwartet, nehme ich an, oder? Ja, mit dem Punkt bin ich in Wahrheit nach dieser Leistung schon zufrieden, weil mit dem Punkt muss man zufrieden sein. Wir waren erste Halbzeit erschreckend, schwach, ohne Mut und ohne Leidenschaft. Gibt es also hier Konsequenzen, weil das kann man sich nicht bitten lassen, da im Vorwärtsstadion. Okay, aber das werden wir dann nur kurz sprechen. Da kommt der Applaus, das heißt, die Zuschauer haben es auch so ähnlich gesehen. Ihr habt zumindest einmal das erste Tor geschossen, habt auch den ersten Punkt gemacht. Rückblickend, war es eine Steigerung gegenüber den letzten Auswärtsspielen? Ja, das ist deutlich, weil das letzte Auswärtsspiel war 0-8 in Deutschlandsberg. Deswegen sind wir ja echt froh, dass heute ungeschlagen sind. Aber wie gesagt, wir haben uns echt ein bisschen mehr erwartet. Zweite Halbzeit dort Gegner oder Gastgeber viel mehr Druck aufgebaut und das war für uns nichts einfach. Und wir haben eh gewusst, hier zum Gewinnen brauchen wir mindestens 2 Tore. Es ist leider nichts gelungen, aber wie gesagt, wir sind mit X zufrieden. Wenn man nach Steyr kommt und erwartet einen Sieg, muss man aber sehr optimistisch sein, na, oder? Wir sind zuerst froh, dass wir beteiligt bei so einem Spiel, bei so einer Kulisse, weil das ist jetzt echt selten in der Regionalliga. Deswegen Spieler war auch ein bisschen unter Druck. Das haben wir schon in Kabine bemerkt. Aber wie gesagt, oft solche Situationen wirkt motivierend. Und das hat bei uns auch so. Deswegen Hut ab, weil Steyr ist nach wie vor ein Kultverein. Danke für dieses Kompliment. Gratulation trotzdem zum Punkt. Okay. Gerald, kommen wir mal zum Thema. Warum hat die Mannschaft am Anfang überhaupt nicht agiert, überhaupt keine Pässe nach vorne gespielt und vor allem im Mittelfeld so viele Bälle verloren? Kann man das so schnell analysieren? Nein, es ist nur so zu erklären, dass wir einfach zu wenig Typen in der Mannschaft haben, die einfach Gas geben. Es ist, wenn man zu Hause spielt, und man gewinnt auswärts 3-0, dann muss man da nur mehr geben und das haben wir überhaupt nicht über die Runden gebracht. Da waren Spieler glauben, sie können mit 70% auf Vorwärtssteier spielen, dann war es sicher das letzte Spiel für Vorwärtssteier, weil man es nicht bieten lässt. Ich nehme mal an, du wirst wahrscheinlich keine einzelnen Namen nennen. Nein, das ist nicht die Aufgabe von mir, dass ich einzelne Namen nehme, aber es wird auf jeden Fall morgen sehr langes Training sein. Sie werden das nachholen, was sie heute versammelt haben und ich habe jetzt schon gesagt, dass sie heute bald heimgehen und morgen sehr viel Zeit nehmen, weil ich nehme morgen auch viel Zeit. Weil ich lasse mir das von einzelnen Spielern sicher nicht bieten, was da heute abgegangen ist. Wenn wir jetzt nach vorne schauen, jetzt gibt es dann in den nächsten 2 Wochen 2 Derbys. Wie schaut da die Marschroute aus? Wird es vermutlich einige Umstellungen in deiner Mannschaft geben, aber das kann man heute noch nicht genau sagen, nehme ich an. Nein, das will ich heute nicht sagen. Ich muss mich hüten, dass ich noch mehr sage, weil würde ich vielleicht irgendwas sagen, was ich nachher bereue. Aber die erste Halbzeit war einfach eine bodenlose Frechheit und ich bin einfach enttäuscht von einzelnen Spielern, von der Laufleistung und von der Leidenschaft. Und wenn der Gegner tief steht und spielt viel hohe Bälle nach vorne, ist es nicht einfach, das weiß ich, um das geht es mir gar nicht. Sondern es geht einfach um den Willen, sage ich mal, da ein Spiel zu gewinnen im eigenen Stadion und das ist mir halt einfach die erste Halbzeit vor allem abgegangen. Und das kann man so nicht stehen lassen. Ich kenne unseren Trainer jetzt schon ein Jahr lang. So fuchsteufelswild habe ich ihn noch nie erlebt. Ich habe für uns Glück gehabt. Ich war bei einem Seminar in Wallern beteiligt, wo der Trainer hat einen Vortrag oder Training gehabt mit seiner Mannschaft. Da habe ich ein bisschen studiert, hat mir ein bisschen geholfen heute, nichts viel, muss ich sagen. Wie gesagt, so wie Trainer hat richtig gesagt, wenn du kommst nichts richtig ins Spiel, dann ist schwer, ist egal wer ist Gegner.
Wir haben das ausgenutzt, erste Halbzeit, und leider war noch ein Tor möglich, aber haben wir es geschafft. Und wie gesagt, so wie Trainer ist, ich war auch nach der Niederlage in Deutschlandsberg. Das war das nicht nur Straftraining, ja, sondern noch mehr. Ich möchte gar nicht wissen, was da passiert, wenn wir mal nur 8 verlieren, aber das lassen wir mal dahingestellt. Das wird hoffentlich auch nie passieren. Ich entlasse beide Mannschaftsführer in das Wochenende. Danke recht herzlich für den Besuch. Bitte. Ich wünsche noch eine gute Heimreise. Danke, und dir spare ich weitere Worte, weil du trinkst noch ein ruhiges Seiterl, wo es andere bringt, halt nichts. Danke recht herzlich. Danke fürs Publikum. Danke sehr.